So, Rebecca hat die Kurbel. Ich würde sagen, wir benutzen die erstmal. Ich vermute aber, dass Billy kurbeln müssen wird. Den Hebel, was auch immer. So. Der Aufzug scheint betriebsfähig zu sein, aber erst muss jemand einsteigen. Billy, wir versuchen es erstmal mit dir. Du bleibst stehen, wo du bist, Rebecca. Ach, Mann, jetzt muss ich denen das wieder sagen, dass sie hier I'll go alone. Roger. sich trennen sollen. Die sind halt so unzertrennlich sonst. Rebecca kann ihn anscheinend nicht benutzen. Na, das war ja jetzt eine große Überraschung. Billy, du bist dran. Dann wird Rebecca wohl gehen müssen. Ich hoffe, es ist kein Fehler, dass wir nur eine Pistole dabei haben. Hahaha, was bist du denn? Ach du Scheiße. Echt jetzt? Riesenkakerlaken? Wo sind wir denn hier gelandet? Na, herzlichen Glückwunsch. Mich schaut schon mal eine Krähe an. Da lagen jetzt 15 Schuss für die Pistole drin. Die sind schon irgendwie reizvoll, nochmal da zurückzugehen. Aber ich befürchte, dass die Riesen. Lass mich in Ruhe! Dass die Riesenkakerlaken einiges wegstecken können. So, das grüne Kraut nehmen wir mit. Wir haben sowieso genug Platz. Oh, da ist auch noch ein. Oh, lass mich in Ruhe! Da ist auch noch ein rotes. Das wollen wir auch noch einstecken. Habe ich nicht gerade. Ja. Habe ich doch nicht bloß in meiner Einbildung gesehen. So, ich glaube, sonst dürfte hier nichts sein. Wir verkrümeln uns ganz schnell, bevor wir ja noch weiter zerhackstückelt werden von denen. Und schauen mal, was wir hier drüben so finden. Wie sieht's eigentlich mit Leben aus? Sehr gut. Okay. Die Krähen sind nicht so schlimm. Aha. Okay. Hier drüben gibt's eine Leiter. Wo sind wir denn hier gelandet? Mal wieder eine Tür, die so versperrt ist. Alles klar. Die Schwerter der Ritter blockieren die Tür. Das kennen wir ja bereits. So, wir schauen erstmal kurz hier drüben. Ist das eine Tür oder? Nee. Zumindest nichts, was wir irgendwie bedienen könnten. Okay, dann hätten wir die Leiter und hier drüben ein lustiges Kurbelsystem. Das Gerät hat die Kette aufgewickelt. Was? Ach so. Hier können wir kurbeln, das ist schön. Ein Gerät zum Aufwickeln der Kette. Starten wir doch einfach mal. Rebecca kann es nicht bewegen. Aha. Dann bleibt uns ja nicht so viel übrig. Nicht wahr, Schnecki? Ich dachte irgendwie, dass die Leiter etwas weiter geht. Okay, dann brauchen wir wohl Billy. Hier ist eine riesige Maschine, aber sie haben keine Ahnung, wozu sie benutzt wird. Wir brauchen irgendwie Billy hier oben und ich habe keine Ahnung, wie wir den hier herholen. So, gibt's hier irgendwas, was wir bedienen können? Nein. Was ist mit der äußeren Kurbel hier? Das Gerät hat die Kette aufgewickelt. Es ist also wirklich bloß das eine, das wir bedienen können. Das ist ja eh kaputt. Ja, hat die Kette aufgewickelt, würde ich da jetzt nicht unbedingt behaupten, bei dem, was kaputt ist. Oh, warte, hier drüben ist eine Treppe. Die habe ich noch gar nicht gesehen, siehst du mal. Okay. Erkundungsgang kann weitergehen. Wir haben ansonsten auch schon so gut wie alles hier oben gesehen, jetzt im dritten Stock. Also, wir haben noch den. Es sieht aus wie ein Turm. Ja, wahrscheinlich ist es ein Turm. Was ist das eigentlich? K1? Da sind schon ganz viele Gegenstände angezeigt. Wenn sie angezeigt werden, muss ich sie ja eigentlich schon mal entdeckt haben. Soweit habe ich das jetzt schon rausgefunden. Also ich muss die schon mal angeklickt haben. Aber wo liegen denn vier Gegenstände rum? Wo ist denn das? K würde ja für Keller sprechen. Wobei, eigentlich ist das ja immer mit B für Basement betitelt gewesen. Na gut, schauen wir mal. Ist hier drüben? Hier sind zwei Türen. Sind die beide zugänglich? Wie? Ich blicke irgendwie auf der Karte gerade überhaupt nicht durch. Moment mal. Wir gehen mal hier durch. Mal sehen, wo wir hinkommen. Gleich nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Um das Ganze aufzuklären. Diese blöden Mistviecher.
Ach, ich habe gerade, glaube ich, auf Billy geschaut. Da drüben sind wir. Siehst du mal, die andere Tür ist zu. Die ist aber von der anderen Seite versperrt. Moment. Ich gehe wieder. Und ich glaube, ich habe gerade eine Waffe auf dem Sofa liegen gesehen. Wir kommen auf jeden Fall zurück. Die Tür wurde aufgeschlossen. Bingo. So, dann können wir Billy jetzt auch nachholen, nicht wahr? Ganz wunderbar. Schnecki, du bleibst stehen. Billy kommt gleich zu Besuch. Oh, der hört die netten Tiere ein bisschen runter. Das ist aber schön. Nicht. So, da kann ich auch mal hier einfach so vor der Lals das nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz mehr habe. Hahaha. Habe ich echt... Oh, tatsächlich. Na gut. Dann machen wir uns mal rüber in die Haupthalle und mieten uns wieder ab mit Rebecca. Wo kommst du denn her? Hi, Dude. Oh, echt jetzt? Du willst mich doch verarschen. Du hast es nicht an dem vorbeigeschafft? Sag mal. Ja, Billy ist halt ein bisschen breiter. Wahrscheinlich liegt es daran. Ist immer noch gesund. Er hält dafür einfach unfassbar viel aus. So, gehen wir einfach. Soll er doch da stehen bleiben. Wenn wir mal wieder da hinkommen, können wir uns immer noch um ihn kümmern. So. Ah, Rebecca, wo bist du denn eigentlich hier? In welcher Ecke? Da drüben. Bin natürlich genau falsch gelaufen. So, dann wollen wir uns die Ecke mal zusammen anschauen. Hallo. Let's regroup. Okay. Let's regroup. Yeah. So. Und dann würde ich sagen, nee, bleiben wir vielleicht doch bei Billy, weil er die Schrotflinte hat. Und benutzen die auch. So, wollen wir doch den kleinen Cockroaches mal einen Besuch abstatten. Hallo! Boah, was? Ja, das Ding. Das ist ein Granatwerfer. Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Und ich sehe eine weiße Statue. So, wir schauen mal kurz, Rebecca. Ja, komm, da haben wir zwar sinnlos ein rotes Kraut dabei, aber das können wir ja unten in die Empfangshalle schmeißen. Die Aristokratin ist mir egal. Der Maler hat ihre Vornehmheit betont, das ist sehr schön. Ich will aber eigentlich die Munition, die da... Kannst du mal die Munition aufheben, Billy? Dankeschön. So. Dann schauen wir mal kurz. Wir kombinieren mal eben. Ja, 19 Schuss, das sieht schon ganz gut aus. Der eine Molotow-Cocktail nimmt halt so unfassbar viel Platz weg jetzt, ne? Okay, Rebecca, du hast Platz, ne? Ja. Platz für einen Granatwerfer. Schön. Das finde ich gut. So, die Tür sieht aus, als ob wir sie nicht öffnen können. Genau. In die Tür ist ein Wassermotiv eingraviert. Okay. Das Gemälde, diese Gemälde sind nicht mehr verpackt. Sie sind einfach achtlos aufeinander gestapelt. Und ich muss sagen, die, wie heißen sie? Kakerlaken. Ich bin gerade irgendwie nicht drauf gekommen. Die halten tatsächlich so viel aus, wie ich erwartet habe. So, was lasse ich denn jetzt aber hier? Ach, ich muss gar nichts hier lassen. Komm, wir machen mal kurz den Austausch mit Rebecca. Alles rüber. So, und dann hast du noch Platz für die weiße Statue. Das ist doch passend. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was da stand. Weiße Statue, tatsächlich. Mal kurz anschauen. Tütten! Eine Steinstatue, ja. Eine Steinstatue in Form einer Frau. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wo gehen wir denn hin am besten? Wir könnten... Einerseits... Ach ja, klar, wenn drüben gleich die Empfangshalle ist, dann gehen wir erstmal dahin, würde ich vorschlagen. Dann werden wir nämlich die Steinstatue direkt los und Rebecca kann auch mal das rote Kraut abwerfen. Das brauchen wir ja jetzt auch nicht gerade. Und dann haben wir zumindest wieder ein bisschen Platz. Außerdem können wir gleich die Türen hier öffnen, das ist doch auch ganz schön. So,
Billy, alter Rätselkönig, stell die Statue hin. Oh, da fehlt noch was. Da fehlt noch irgendwas. Oder wir brechen einfach den anderen Flügel noch ab. Können wir... Kann ich das wieder an mich nehmen? Die linke nochmal entfernen? Ja, ja, ja. So, jetzt untersuchen wir die doch einfach mal. Eine Steinstatue mit einem einzelnen Flügel am Rücken. An der Rückseite ist eine kleine Öffnung. Oh, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe, aber... Wo ist denn da eine Öffnung? Kannst du den Flügel irgendwie abnehmen? Der sieht für mich ganz danach aus, als ob man ihn abnehmen müsste. Dann würde das wahrscheinlich vom Gewicht her auch passen. Eine kleine Öffnung. Ich sehe keine Öffnung, außer im Arschloch vielleicht. Hm. Na gut, wir stellen sie erstmal wieder hin. Sie ist also definitiv zu schwer und ich vermute, wir müssen den Flügel abnehmen, damit das Ganze dann auch passt. Brauchen wir wahrscheinlich nur irgendwas, um den Flügel auch abzunehmen. Also die Rätsel sind jetzt vom Anspruch her nicht so gewaltig, würde ich behaupten. Wechsel mal auf Rebecca. Wobei eigentlich brauchen wir Billy zuerst. Denn der müsste hier drüben die Kurbel betätigen. Schließlich ist unser zartes Pflänzchen nicht stark genug. Maestro, walte deines Amtes. Gerät starten finde ich auch interessant. Wir kurbeln halt. Ich weiß nicht, ob man das als Starten eines Geräts bezeichnen kann. Lass mich raten, Billy muss jetzt halten? Ja, natürlich. Na komm, Schnicki. Dann schau mal nach, was da drunter liegt. Aber Billy, lass das Ding nicht fallen. Ein Schlüssel, den wir nicht tragen können. Willst du mich verarschen? Stimmt, ich habe immer noch das blöde rote Kraut. Ich habe es vergessen, das abzulegen. Ach, na komm. Legen wir das mal kurz hier drüben in die Ecke. Ja. Legst du es ab, bitte? Hallo? Kann hier nicht abgelegt werden. Warum? Warum kann ich das hier nicht ablegen? Vielleicht da oben? Ist das genehmer? Genehmer? Ja, danke schön. So, dann gehen wir wieder runter. Und sammeln ein, was auch immer da herumliegt. Achso, das war ein Schlüssel, ne? Ja. Wahrscheinlicherweise der Feuerschlüssel, wenn ich das rot so sehe. Oh nein! Really? Und ich habe keine passende Waffe dabei. Echt jetzt? Oh shit! Das sieht gar nicht gut aus. Ich halt einfach mal drauf. Bleib hier, du Stück. So, ich halte einfach mal drauf, mal sehen, was passiert. So, wo ist er denn? Vielleicht nicht gerade auf Rebecca schießen dabei. Ja, ich versuche mich auf dich zu zielen. Weiß nicht, ob es funktioniert. Die Frage ist auch, könnten wir jetzt einen Austausch machen? Ich würde nämlich gerne den Raketenwerfer... Warte mal, können wir nicht einfach mal den Molotow-Cocktail werfen? Ich kombiniere erstmal ganz kurz hier. Oh, es kostet mich so viel Money. So. Hat gut funktioniert. Hat 1A funktioniert. Oh, really, Billy? Was das? Nee. Er hat bloß mal kurz einen Schwächeanfall gehabt, das war alles. Jetzt. Rebecca. Are you all right? Yes, thank you.
Huh. Schluss mit Schabernack. Na, das war doch mal ein unglaublich hässliches Vieh. Lustig, dass Billy mehr Schaden kassiert hat als Rebecca. Wie auch immer das geht, keine Ahnung. Okay, Anlageschlüssel. Den schauen wir uns jetzt kurz erstmal an. Ein Feuersymbol ist eingraviert. Wer hätte das nur erwartet? Das ist schön. Ich hätte unglaublich gerne den Granatwerfer eingesetzt. Das war natürlich jetzt einfach Bad Luck, dass Rebecca den hatte. Konnte aber auch keine Ahnung, dass es hier kommt. Wechseln wir mal auf die Pistole. Ja, für Billy sieht es jetzt munitionstechnisch natürlich richtig bescheiden aus. Wir haben jetzt so viel in das Vieh reingepumpt. Also da sollte demnächst mal irgendwo ein Munitionslager kommen, würde ich vorschlagen. Meine Fresse, ist das Vieh eklig. Jetzt müssen wir aber doch mal ganz kurz schauen, ob nicht hier unten... Komme ich überhaupt noch runter? Nee, ich komme gar nicht mehr runter. Siehst du mal, der hat die Leiter weggefetzt. Mich hätte nämlich mal interessiert, ob wir durch das Loch steigen können. Irgendwie hat er ja generell Unordnung angerichtet, habe ich das Gefühl. Es gibt noch die 15 Schuss da drüben, aber da sind halt auch zwei Kakerlaken, ne? Ach nee, ich verzichte mal drauf. So, lass uns einfach mal abziehen hier. Und dann schauen wir mal, was wir unten noch so haben. Das mit dem Molotow-Cocktail war natürlich auch eine ganz großartige Nummer. Der fiel einfach vor Billy auf den Boden und hat ihm dann mehr wehgetan als dem Vieh. Ich finde übrigens, Hundertfüßer sind eine unfassbar eklige Spezies. Können wir eigentlich... Ich will mal ganz kurz was probieren. Kann man denn irgendwie die Munition aus dem Jagdgewehr rausnehmen und in die Pumpgun reinschmeißen? Nee, das meinte ich jetzt eigentlich nicht so. Kombinieren mit dem? Nein, geht natürlich nicht. Ein Gewehr für die Jagd, sie ist mit einer Gravierung verziert, das ist ganz schön. Dieses Modell nimmt nur jeweils zwei Geschosse auf. Okay, geht also nicht, dann haben wir halt einfach Pech gehabt. Legen wir wieder ab. Ja, so, wir hatten zwei Feuerschlüsseltüren und die eine, die ist natürlich gerade bei dem Kackvieh hier um die Ecke. Wo war denn die andere? Die war oben gewesen. Okay, wir könnten theoretisch nochmal speichern. Und mir fällt gerade auf, ja, hier gibt es grünes Kraut. Ich brauche bloß ein grünes Kraut, ich brauche kein rotes dazu. Und ich weiß, dass oben, wenn wir hier jetzt rechts reingehen würden und dann die Leiter hoch, dass da noch zwei grüne Kräuter waren. Ne, ein grünes Kraut war. Deswegen benutze ich das jetzt einfach mal so. Rebecca hat auch noch das Erste-Hilfe-Spray. So, wie machen wir das jetzt am besten? Billy nimmt den Granatwerfer. Die bleibt, wo sie ist. Und ich glaube, ich gebe Rebecca mal tatsächlich das Jagdgewehr und dann versuchen wir doch mal auf die Jagd nach dem Vieh nebenan zu gehen. Nein, das Spray will ich nicht. So, genau. Na, mal gucken, ob das gut geht.